Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier noch im Außenposten Simonia mit unserer guten Curie. Sie soll unsere künftige neue Wasserträgerin werden, nachdem Piper es für, ich glaube, 3 oder 4 Folgen war. Piper mussten wir uns leider von trennen, da Curie endlich ihren Körper bekommen hat. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder Bescheid weiß, was in den letzten Folgen passiert ist. Deswegen kann ich jetzt eher darauf eingehen, dass wir uns jetzt auf dem Weg zum Landhaus an der Küste machen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein am Außenposten Simonia. Wir schauen uns die Daten nochmal an. Außenposten Simonia ist zufrieden, hat alles. Und wir sollten unbedingt nach County Crossing, denn da fand ein Angriff statt, aber eins nach dem anderen. Erstmal jetzt das Landhaus am Ufer, oder wie heißt das? Das Uferhaus am Land? Das Landhaus an der Küste, so heißt das. Das ist ein Name, den ich mir äußerst schwer nur merken kann. Landhaus an der Küste. Aber jetzt werden wir zu Fuß dorthin gehen. Es fehlen Betten dort. Zum Glück müsste ein Versorger schon dorthin geschickt worden sein. Aber sicherheitshalber schauen wir mal. Zum Glück meine ich, das heißt, wir können dort Betten bauen. Wir brauchen eben nur Bauplatz. Ja, eine Versorgungsroute besteht. Und wir können uns jetzt auf den Weg dorthin machen. Und das machen wir auch. Zu Fuß. Das Wetter ist schön. Wir sind ausgeruht, wir haben geschlafen. Wir sind etwas verstrahlt. Aber das sind wir auch meistens. Was ist das? Wilde Melonenblüte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so etwas schon mal gefunden hätten. Andere Sachen schon, aber eine wilde Melonenblüte ist doch wirklich jetzt mal sehr selten. Also Landhaus an der Küste, das war doch richtig. Landhaus an der Küste. Das müssen wir uns merken. Auf dem ganzen Weg werde ich versuchen, mir das zu merken. Ich dachte schon, Dunkelwasserbaustelle wäre schwer zu merken. Das ging aber relativ schnell. Aber Landhaus an der Küste oder am Ufer? Warum verwechsel ich denn Küste und Ufer immer? Landhaus an der Küste heißt es jetzt aber. Entschuldigung. Und ja, wir werden hier so in der Nähe der Berge, werden wir uns eben dorthin begeben. Diese Schluchten sind ja immer besiedelt von Red Skorpionen, Königsskorpionen mutierten. Nicht immer, aber doch sehr häufig haben wir die in solchen Schluchten hier angetroffen. Deswegen sollten wir da etwas vorsichtig sein. So, da sind wir schon runter. Ich bin auch etwas überrascht, wie viele Leute schon am Landhaus an der Küste sind. Denn viel ist da, wenn ich mich recht erinnere, noch gar nicht. Weil hier am Ufer sind auch meistens irgendwelche Meyerlurks. Da hinten war auf jeden Fall früher ein Behemoth mal. Aber wie kommen wir jetzt hier runter? Früher konnte man in den alten Fallout-Teilen, in den vorherigen, immer so schräg irgendwie runter. Naja, aber diesmal geht's auch so. Nach unten kommt man immer. Behemoth haben wir hier erwischt und da ist jetzt niemand mehr. Wir können, da wir einmal hier sind, mal schauen, ob wir vielleicht mit dem... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt, aber hier drin ist doch einer von der Bruderschaft. Vielleicht hat er noch gar nicht mitbekommen, dass die Bruderschaft wieder da ist. Wir müssen schon wieder hacken. Und haben dann wahrscheinlich nochmal neue Optionen, mit ihm zu sprechen. Wir haben das Passwort schon, das ist sehr gut. Oh, wir haben aber nicht die Tür geöffnet. Das ist sehr schlecht. Also die Sicherheitstürsteuerung und die Tür öffnen. Und jetzt mal schauen, ob der, dessen Namen wir vergessen haben, noch hier drin ist. Ja, er ist noch da drin. Und wir haben hier gar nicht den Fusionskern mitgenommen, den haben wir ihm gelassen. Paladin Brandis. Paladin? Also, nimm einfach, was du brauchst und geh. Okay, er hat keine neuen Sprachoptionen. Was hat er denn für einen Anzug an, würde mich jetzt mal interessieren.
sieht man ja gar nicht. Der hat aber alle Holo-Marken seiner Kumpels aufbewahrt. Naja, gut. Okay, vielleicht werden wir ihn ja irgendwann nochmal aus seinem Bunker hier rausbekommen. Ja, wir lassen ihn jetzt auch den Fusionskern lassen wir ihm jetzt. Das geht nicht, dass wir ihn jetzt hier plündern noch. Der ist ja ganz alleine hier. Naja, gut. Hauen wir wieder ab. Und hoffen, dass hier nicht wieder Gunner um die Ecke hier auf uns lauern. Um die Ecke waren da welche. Direkt hier an der Ecke. Speichern zwischendurch ist auch mal ganz schön. Ja, es ist gut bei dem Wetter und es passiert nicht allzu viel. Da kommen die ersten Skorpione und wir sollten uns nicht vergiften lassen nach Möglichkeit hier auf den Stein irgendwie kommen. Ich habe es doch gewusst. Oh, die kommen hier rauf. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir sind sicher auf dem Stein. Ah ja, und Curry hat wahrscheinlich die... Robin, alles so gefährlich. Hat wahrscheinlich schon die... Worauf schießt sie überhaupt? Sie hat die Munition schon verbraucht für die Super-Power-Waffe. Sehr schade. Ja. Deine Wo bist du? Wir werden ihr keine weiteren geben. Ja, natürlich. Curie dürfte eigentlich nichts passieren. Sie müsste gegen das Gift der Skorpione immun sein. Aber die haben ja noch gar keinen Schaden genommen. Die Biester. Ach, da ist es. Noch einer. Ja, na klar. Wir brauchen eine andere Waffe. Und da lag keine Waffe mehr. So ein Mist. Ja, das meinte ich. Nee, wir müssen das wieder wegnehmen hier von... Von 5, das ist keine gute Idee, da das Stimpack drauf zu packen. Das wird uns ständig passieren. Oh nein. Wir müssen Q drücken, um das wieder hier auf das da zu legen. Ja, dann dauert es halt länger, bis wir da dran kommen. Ich wollte eine andere Waffe auswählen. Wo ist die denn jetzt, die wir sonst immer nehmen? Auf 4. Ich habe aus Versehen 5 gedrückt. Da oben. Der ist doch klein. Der kann sich durch Stein bohren. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kämpfen wir überhaupt und hauen nicht ab einfach? Das Abhauen hat doch meistens geklappt. Uah, nein. Wir sind am Ende. Früher, ich dachte am Anfang, ich meine, ich dachte, die könnten sich nicht auf Stein irren. Können die auch fliegen? Da fliegt doch einer. Ich habe einen Schatten gesehen. Ich glaube, die können jetzt auch fliegen sogar. Fliegende Red Skorpione, auch das noch. Aber ich meine, die konnten sich früher keinesfalls irgendwie durch Stein bohren. Habe ich zumindest, ist mir das noch nie aufgefallen, habe ich noch nie gesehen. Legendärer, tollwütiger Yaogwai-Bär. Au! Skorpione auch noch. Aber er ist nicht schnell genug. Oh, aber wir sind zu hoch. Der Bär. Oh, hoppla. Ja, genau. Bär gegen Skorpion. So war es geplant. Der Bär hat den Skorpion erledigt. Jetzt soll er nur noch Curry in Ruhe lassen. Oh, oh, oh. Oh, oh, nein. Der Plan hat doch funktioniert. Wir hätten nur noch dem Bären ausweichen müssen. Der Plan war ein guter. Bär gegen Skorpion.
Ja, okay, wir werden uns hier jetzt gar nicht lange aufhalten weiter. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Irgendwo? Oh Mann, oh Mann. Ja, wir müssen wieder hier hoch, anscheinend. An den Skorpionen wieder vorbei. Diesmal werden wir aber laufen. Außerdem, Gehirnpilz war ja nicht viel zu holen dort. Oh nein, eine Maialor-Königin. Hier ist aber ganz schön was los in der Ecke. Scheint mir so. Da unten liegt aber irgendwas, was man sammeln könnte. Und dort ist so viel Blutblatt. Was ist das? Raider? Oh nein. Nein, dieses Giftzeug. Oh ja. Falsche Waffe. Oha. Sie hat uns entdeckt. Nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Oh nein. Stimpak liegt wieder auf 6. Ja, was wollte ich denn auf 6 eigentlich jetzt? Bär gegen Maialor-Königin? Naja, da kann man sich schon fast ausmalen, wer da gewinnt. Ah, nein! Ich wollte noch in die andere Richtung. Ich wollte es noch. Oh nein, und dann so tief fallen. Oh. Und sie ist ja sowieso schon tot gewesen. Sie hat von dem Sturz nichts mehr mitbekommen. Ja, gefährliche Gegend, sage ich nochmal. Also wir müssen irgendwie hier etwas sorgsamer sein in der Ecke. Und looten ist jetzt egal, ob da eine Hubblume steht oder da unten Blutblätter oder sowas. Werden wir auch anderswo noch finden, da bin ich mir sicher. Wir werden jetzt erstmal uns hier vorbeischleichen an den beiden Riesengegnern. Warum sind hier so viele große Gegner? Skorpione, Bären, also Jaoguais meine ich. Und auch noch eine Maialor-Königin gleich. Maialor-Jäger wäre schon absolut genug gewesen. Meine da drüben Systeme ist. Brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ja gut. Da unten ist Blutblatt, das hätte ich schon ganz gerne. Aber vielleicht sind deswegen die gefährlichen Tiere hier, um das Blutblatt zu beschützen. Der wird uns doch nicht erkannt haben hier oben. Dann holen wir die Maialor-Königin. Bär gegen Maialor. Ich weiß nicht, hat er uns gesehen? Ach egal, wir rennen da einfach ganz schnell vorbei und dann da die Böschung da hoch, irgendwie. Erstmal schleichen, soweit es geht. Psst, leise schleichen. Nur nicht das Wasser trinken gleich. Okay, den Bären schaffen wir. Den überlisten wir. Wir kommen an sein Blutblatt. Oh, wir hätten nicht springen dürfen. Er hat uns noch nicht entdeckt. Jetzt hat er uns gewittert. Und wir haben das Blutblatt. Oh, da ist noch ein Blutblatt. Nimm das, Curry. Nimm das mit. Oh nein, Curry. Oh, hoppla. Rennen, rennen. Oh. Oh nein, falsche Waffe. Wir müssen Curry helfen. Was? Wo ist er hin? Er fliegt! Fliegende Bären, ich werd verrückt! Das gibt's doch gar nicht. Da! Er liegt! Haben wir denn kein besseres Gewehr hier gegen den? Oha. Na, Curry ist aber auch gut dabei, muss ich sagen.
Wegen dem einen Blutblatt machen wir jetzt so einen Aufstand hier. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Ja, okay, gegen die Maiolor-Königin werden wir jetzt aber nicht mehr antreten. Was hat er denn hier eigentlich bewacht? Warum war der hier? Was ist denn hier? Nur diese Happelblume? Vielleicht ist sie heilig. Eine heilige Bärenhappblume. Ach so, und dahinter ist noch irgendetwas. Eine wilde Tato, glaube ich, Blüte. Aber da kommen wir nicht dran. Doch. Wilde Tato-Blüte. Ja. Na gut, er hat anscheinend... Vielleicht hat er den Weg hier bewacht, oder was? Ich weiß es nicht genau. Wir werden auf jeden Fall weiter zum Landhaus an der Küste. So mittlerweile sollte ich es mir gemerkt haben, wie das heißt. Ach, hier vorne sind auch wieder so viele Todesklauen und Skorpione und sowas. Da kommen wir doch an der Irrenanstalt vorbei. Die Person State Irrenanstalt liegt irgendwo da vorne. Und da gibt es alles Mögliche. Und da unten ist noch irgendetwas Grünes, ein Tümpel oder so. Ah, da liegt ein totes Brahmin. Da gehen wir mal ganz kurz gucken. Oder ist das daneben? Ist das ein Maiolok? Nein. Was ist das? Oh, Farn. Ja, mutierter wilder Farn. Irgendwie so etwas. Das holen wir uns beides. Schnell. Wir brauchen eine gute Waffe. Diese Machete. Die ist vergiftend. Kann keiner gegen ankommen. Entschuldigung, wir holen uns da unten noch das, was auch immer das Brahmin dabei hatte. Leuchtender Pilz. Oh, was? Ja, muss das sein? Entschuldigung. Das war wahrscheinlich etwas laut jetzt. Ich habe mich etwas leicht überrumpelt gefühlt. Moment mal. Todeskralle bewacht leuchtenden Pilz und Brahmin-Leiche. Da muss irgendwas Cooles sein da unten. Todeskralle ist nicht mal unser Freund. Todeskralle... Wir haben das Todeskrallen-Ei abgegeben. Schade. Was? Wo? Vorbei. Nicht vorbei, sondern die Chance ist vorbei. Todeskrallen-Mist. Aha. Okay, wir zielen auf den Bauch, auf den Bauch. Komm, auf den Bauch. Da. Okay. Oh nein, oh nein. Okay, sie ist schon mal beruhigt. Okay, beruhigte Todeskralle ist schon mal ganz gut. Dann haben wir gleich noch eine Bluter da hinterher. Und, naja, eine Blähfliegen kann nicht schaden. Was haben wir hier noch? Senkt die Schadensresistenz. Hauen wir auch noch drauf. Warum so viele? Nein, Moment mal. Das muss jetzt die Bluterspritze nehmen wir noch und die Blähfliegenspritze. Gefarol. Das muss jetzt nicht sein. Müssen wir irgendein anderes Mal noch probieren. Genau. Sie ist erstmal beruhigt fürs Erste. Wir sind erstmal verletzt fürs Erste. Da unten ist sie. Zeig mir nochmal deinen Bauch. Die Bedrohungsbewertung ist äußerst hoch. Wilde Todeskralle. Ich bin noch hinter. Tja, wir haben es geschafft. Das war doch mal Teamwork. Dafür sind diese Spritzenteile auf jeden Fall super. Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft und wir werden wahrscheinlich hier nicht nochmal irgendwie so eine Exkursion machen in die Botanik hier. Brahmin-Leder. Wir bekommen nur Brahmin-Leder. Was mit dem Nest? Da ist gar nichts drin. Eine Bombe da reinlegen? Eine bombige Bombe? Haben wir denn sowas? Ja, wir legen mal so eine Splittergranate da rein. Mal sehen, was passiert. Okay. Aber den leuchtenden Pilz wollen wir noch haben. Und diesen hier. Und den dort auch. So viel leuchtende Pilze. Vielleicht gibt es leuchtende Pilze nur, weil es Todeskrallen gibt. Vielleicht die Todeskrallen... Naja, die hat nur Fleisch und eine Klaue dabei. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Ja, ja, die Todeskrallen, vielleicht machen die ihre Exkremente, lassen sie dort und dann wachsen daraus dann die Pilze. Also sind Todeskrallen die Schafe des Ödlands, oder wie? Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, ob die Schafswiesenpilze, ob die überhaupt leuchten oder was. Ich glaube, die leuchten dann nur im Kopf nachher. Das sollte man eigentlich nicht machen, sowas. Diese Pilze sollte man nicht machen. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Todeskrallen wirklich was mit Schafen zu tun haben. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich gesagt, was ich davon halte und jetzt weiß es jeder. Jeder, der das sieht. Mein Kampf gegen die... Was war das eigentlich? Wilde, verwesende Todeskralle, verwegene... Ja, auf jeden Fall gegen eine ziemlich todesmutige Todeskralle. Und das ist aber schön hier, die Landschaft. Das ist aber ein weiter Weg jetzt zu dieser Siedlung. Und ich fürchte fast zu der, von der Siedlung zu der dann nächstgelegenen Siedlung, das wird nochmal ein ziemlich weiter Weg sein. Wir müssen zu diesem Koffer dort, weil wir neugierig sind. World Labor Kittel. Wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt, ich arbeite daran. Okay, da haben wir schon mal die Teerbeeren. Die brauchen wir nämlich auch für irgendetwas nachher. Und so viele Sachen zu sammeln, das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Ah. Okay, es sind Feinde in der Nähe. Wir müssen sowieso hier lang. Okay, das sind Raider. Eine leuchtende Todeskralle. Die hat geleuchtet, deswegen haben wir sie gesehen. Sie schläft am Baum. Ich brauche unbedingt eine Probe davon. Guck mich sollten, wenn ich ganz durch bin. Hat auch nur Todeskrallenfleisch und Todeskrallenklaue dabei, mehr nicht. Okay. So langsam kennen wir uns aber scheinbar mit Todeskrallen aus. Hier liegt noch ein toter Yaogwai. Yaogwai Fleisch und Yaogwai Leder für uns. Ja, der hatte nicht so viel Erfolg gegen die Todeskralle. Das ist schon unser. Ist das unser? Sieht so aus, als wäre das unser. So, was haben wir hingebaut? Ach so, für die Generatoren. Natürlich. Ja, das haben wir hergebaut. Das stimmt. Wir haben auch irgendetwas von Bunker Hill hier aufgebaut. Also, wir kommen ja jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Deswegen bin ich hier etwas verwirrt noch. Immer so ein Scheint wirklich was zu werden. Hier, das hier haben wir aus Bunker Hill aufgebaut. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir in Sanctuary Hills, dass wir da so etwas aufbauen konnten. Naja, hier können wir jetzt gucken. Hier werden wir es ja nochmal aufbauen können. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Wir werden in der nächsten Folge, auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge uns hier genau ansehen, was die Leute brauchen, was sie wollen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, natürlich. Kann ich hier draußen irgendwie... Und sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.